So, da ist es besser, mit dem Drachen zu laufen. Das ist falsch schlecht. Naja, ist nicht so wichtig. Das müssen wir eh erstmal hier das ganze Zeug einsammeln. Das möchte ich aber einsammeln, bevor die Zeit abgelaufen ist. Eh kein Feuerball mehr dabei. Hier liegt auch keiner mehr, nur so mal am Rande. Ich höre nochmal. So, man muss sich hier einen Feuerball mitnehmen. Ich nehme gleich mal zwei mit, falls ich wieder einen verballer. Ach nee, Mist. Jetzt weg. Kann ich nicht einfach mal zwei mitnehmen. Tja. Nee, komm, komm, komm. So, perfekt. Oh, oh, oh. Das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, da anzuzünden. Aber sonst kriegt man das Aufgabenschild nicht. Und deswegen ist es nötig für mich. Einfach nur für mich. Na komm, flieg da durch. Ah, sehr schön. So, Kürbispasteten. Ich hoffe, dass ich dann die letzte Karte wirklich noch bekomme. Kürbispastete will ich jetzt aber auch noch haben. Hier wird nichts liegen gelassen, es wird ja nur schlecht. Die McGonagall futtert doch eh nichts davon. So. Komm, lass mich durch. Ja. Jetzt wird's schwierig. Ja, komm, komm, komm. Perfekt. Macht nichts, wenn die Zeit jetzt abläuft. Eine Herausforderung. Ehrlich? So, erstmal das Schild hier einsammeln. Das ist Nummer 3. Nummer 5 liegt da drin. Nummer 4 liegt da. Also die Aufgabenschilder haben wir alle gefunden. Die Aufgabe von der Hermine ist im Gegensatz zur Aufgabe vom Ron ganz schön kurz, obwohl sie gleich zwei Zauber hatte. So, jetzt haben wir auch auf jeden Fall nochmal einen Feuerball dabei, falls nochmal was ist. Na komm, fliesch, fliesch. So, jetzt ist man natürlich auch schneller, weil man die ganzen Kürbispasteten schon eingesammelt hat. Und das ganze Zeug. Ja. Ja. Und ja. Sehr gut. Ja. So ein Zeug weiß ich. Eine Herausforderung. Ach, verdammt, ganz knapp. Naja, macht ja nicht. Der Drache. Einmal noch. Ich muss mir noch zwei Türchen öffnen. Schätzchen. Los, flieg, 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 flieg heil. Los, los, los. Dadurch. Und dadurch. Und dadurch. Und da lang. So, erstmal da oben rein. Hey, ich hab nicht ewig Zeit. Na toll, die Zeit ist natürlich eiskalt weitergelaufen.
Nein, ich lasse die Bohne jetzt nicht liegen. Die Zeit reicht eh nicht mehr. Wohl, wenn ich sie jetzt, wenn sie jetzt neu gestartet gehettet werden wären, hätte. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung, ja. Tatsache. So, aber jetzt ist es wirklich das Letzte. Ich verspreche es. Ich verspreche es, dass es das letzte Mal ist. Wenn man wirklich alles einsammeln will mit dem Drachen, ist, muss man das nun mal so machen. Oder ich bin einfach zu lame. Wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich schafft ihr das so. Boah, ich schaff das so in einem Durchgang, weißt du? Ich brauch 2 Minuten. Ich brauch 2 Millisekunden. Da ist das schon durch. Das ist auch voll einfach und ich hab alles eingesammelt. Jede Bohne, sogar die Bohnen, die man nicht sieht. Sogar das Aufgabenschild mit dem Drachen eingesammelt, ja. Mit dem Drachen die Prüfung beendet und die Hermine muss dann ewig da drinnen sitzen und ich bin dann einfach der Drachen gewesen. Richtig. Genau so sieht's aus, Kinder. Na komm, geh da durch. Geh da durch jetzt. Sonst werde ich sauer. So. Komm, runter! Runter! Oh Gott, ich sehe es schon kommen, wir müssen dann auch mal durch. Hier mit meiner Sammelleidenschaft. Ich sehe es schon kommen. Dass ich da mein Versprechen nicht halten kann. Wohl? Wohl? Eine Herausforderung. Ja, ich sag mal. Jetzt ist aber wirklich das Letzte. Das war doch so knapp. Ach Mensch, es wird überhaupt nicht langweilig, ne? Aber wir haben es gleich. Gleich haben wir es. Ehrlich. Guck mal, wie süß der kleine Drache raucht. Wir gehen jetzt hier mal außen rum. Wir lassen ihn ein bisschen laufen. Der braucht schließlich mal ein bisschen Auslauf auch. Nicht nur aus Flug, sondern auch aus Lauf. Sehr schön. So, und hoch. Und noch ein Feuerballpaket mitgenommen. Jetzt können wir gleich hier runter. Wahrscheinlich habe ich jetzt trotzdem zwischendurch irgendwas vergessen, aber ich fliege jetzt nicht nochmal da hoch. Halt, den Käsekuchen nehme ich trotzdem noch mit. Wo ich keine Käsekuchen mehr brauche. Das häng dich doch nicht da auf. Häng dich nicht da auf. Jetzt ist der arme Käsekuchen wieder schuld. Oh Gott. Es ist gerade ganz schwierig mit der Kamera. Ich sehe fast gar nichts. Ach gut. So, ne? Ihr habt jetzt hier habt das Aufgabenschild mit dem Drachen eingesammelt. So, sehr schön. Aber dafür haben wir alle Aufgabenschilder und Bestnote. Das ist doch auch was wert. Du hast 100% erreicht, Hermine. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Na, danke schön. Danke, Professor McGonagall. Ich wünschte, das Schuljahr wäre noch nicht vorbei. Ich möchte noch so viel mehr lernen. Immer mit der Ruhe, Hermine. Wenn nicht für dich selbst, so doch für alle anderen. Danke, Professor McGonagall. So, und dann noch? Bereit für die Gladius-Abschlussprüfung, Harry? Bin bereit, Professor Flitwick. Ausgezeichnet. Du kennst ja die Regeln. Sammle alle 5 Aufgabenschilde, um die Bestnote zu erhalten. Verstanden. 5 Aufgabenschilde. Oh, und Harry, diese Prüfung ist etwas schwieriger als unsere üblichen Gladius-Übungen. Ach. Wer hätt's gedacht. Aber mal wieder schönes Wasser hier. Komm, mach zu. Mach zu die Tür. Und auf das. Oh Gott. Oh Gott, ich... Oh nee, es geht noch. Oh, ich dachte gerade, ich hätte es verfehlt. Hui. Hui.
toll. Ich würde sagen, dass ich hier noch irgendwie die letzte Bildkarte bekomme. Das muss ich ziemlich googeln. Ui. Aufgabenschild Nummer 1. Gelatius! Rectus Gelatius! Rectus Centra! Die haben nicht mal ein Feuer. Ja, toll. Meine Güte, sind das arme Schweine. Salamander. Meine ich natürlich. Depulso! Tja. Und mein Handy. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht so im Hintergrund. Wahrscheinlich hört man es gar nicht und jetzt denke ich mir, was wird Handy? Ach, egal. Oh nö. Oh nö. Ja, das war es in dem Sinne schon fast mit der Flitwick-Aufgabe. Ja. Ihr werdet euch fragen, wie, wir haben doch jetzt ein Aufgabenschild, aber ihr werdet schon sehen. So, Aufgabenschild Nummer 2, Nummer 3 liegt da. Ja, okay, also Rons Feuerkrabben sind auch nochmal außerhalb aufgetaucht. Also dann nur Hermines Bundimoons, die wirklich einzigartig sind, aber so. Nein. Ich finde ihn eigentlich schade, die Bundimoons, weil die machen immer so einen geilen Beat. Die haben so einen geilen Beat, die Bundimoons. Aua. Aber Harry kennt ja die Feuerkrabben in dem Sinne. Oh, Junge. Rectus Centra. So. 4. Jo, hier unten nochmal Salamander, ne? Ach nee, erstmal noch Truhen. Rectus Centra. Nee, noch immer Feuerkrabben. Rectus Centra. Also ich weiß wirklich nicht, was Flitwick sich so unter schwierig vorstellt. Ja. Ach, die spucken ja wieder von selber. Ach, ein paar Wichtel haben wir noch. Ein paar Wichteli. So, passt schon. Hier ist noch ein Schokofrosch. Und da ist das letzte Aufgabenschild. Also, es geht nochmal in den Keller. Jetzt kommen wir nochmal Salamander, oder? Müssen doch nochmal Salamander kommen. Nee, kommen erstmal ein paar Imps. Aber ich würde sagen, hinter diesen Stahltüren müssen nochmal Salamander sein, sonst wäre es ja wirklich etwas dürftig als Glacius Aufgabe. Ha! Fast vierfach Kill. Ach, hier sind nochmal welche. So, und da sind jetzt nochmal Salamander, oder? Diesmal sogar mit Feuer. Aber auch einfach. Ja, ich weiß nicht. Professor Flitwicks Vorstellungen von schwer. Schon lustig, ne? Das macht ja eher Spaß, als dass es wirklich schwer ist. Hallo? Ah. Das ist eher eine Spaßaufgabe, wirklich. Mit ein bisschen Bowl, ein bisschen Süßigkeiten am Schluss. Der will uns verarschen, der kleine Zwerg hier. Oder der hat extra leicht gemacht für seinen Harry.